zum Rennen vom großen Preis von Monaco in Monte Carlo, von dem Startstart. Wir sind im Quali durch, wie ihr gesehen habt. Jetzt sind wir gerade in der Starterstellung. Fuck, ja, ich hab gedrückt, hat sorry. Die Pole geholt, völlig überraschend. Hätte ich selber auch nicht gedacht, aber die anderen sind auch nicht so weit weg. Wie viele weg. Runden fahren wir? Viele. Und ich würde sagen, geht los. Park Fermé ist ausgeschaltet übrigens. Ist nicht ausgeschaltet. So. Nee, bei mir nicht. Ist nicht okay, ausgeschaltet. Dann hast du das schon wieder, du Cheater. Das ist bei dir Cheater. Immer der, du bist immer der Cheater. Ich kann die Vorstellung ändern und ich starte auf Superweichen. Dann fahr bitte mit den Reifen, mit denen du auch in der Quali gefahren bist. Oh, Sainz fährt nach hinten, okay. Ja, wenn wir es Grosjean auch gerade echt mal da hinten abgegangen, wenn er richtig post. Ja, Grosjean. Natürlich direkt wieder hinter mir aufpassen. Ich hatte vorhin das Phänomen, Alter, Grosjean, fahr doch mal vorbei! Dass zu früh losgefahren ist und ich dachte, ich muss auch losfahren. Grosjean fährt einfach nicht. Grosjean fährt einfach nicht. Achso, fail. Ich sehe jetzt auch mal den Start, oder? Grosjean fährt einfach nicht. Ich konnte übrigens nicht mehr auf die Ultratopfen wechseln von gerade, weil irgendwer schon zu früh startet. Ja, das habe ich, wie gesagt, das war ich. Aber du hattest Zeit, 30 Sekunden zu erklären, aber nicht zu wechseln. Ja. Du darfst doch eh nicht wechseln. Oh. Nun. Christoph cheated. Kannst du mir erzählen, dass du Sainz gefahren, weil der da echt mit Tempo 2 durchgefahren ist. Aber wahrscheinlich daran, weil ich mit dem Plattenziel gefahren bin. Okay, also in, wie hieß die Löw-Kurve, gibt es jetzt am Start einen Stau, so wie immer bei uns. Enrico, guck mal nach, was die Regeln sagen. Wenn man mitdenkt. Ich wäre so letztes Jahr, als ihr da Rico und so hinten rumgeschrien habt, weil ihr da echt standet in der Kurve. Wenn man mit dem Plattenziel bin ich da nicht dreimal gegen dich gefahren? Ich weiß es nicht, der war wahrscheinlich schon. Da wird wahrscheinlich schon sehr klar sein, der Löw-Kurve. Weil so ohne Spaß, hinter mir ist nichts los, weil der Grosjean einfach so langsam fährt. Die kommen in Jahren noch nicht an. Gefühlt. Hinter mir ist auch nichts los. Merlin, bist du direkt hinter mir oder wo nee, bist du? Nee, ich bin auf 13. Weil ich werde wahrscheinlich ein bisschen auf 13. Bremsen, um hier niemanden reinzurasen. Ich versuche auch. Wer steht denn da schon? Andi? Ja, ich bin Sainz reingerast. Ach, ich bin in Kvyat reingerast. Bullshit. Was mach ich denn da? Aber Bissl, was hast du gemacht? Ach, fuck. Du bist Erster. Ja, was hast du gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Bin einfach gefahren. Fasziniert, dass ich Erster geworden bin. Ja, für mich ist das auch faszinierend, dass ich Erster geworden bin. Jetzt nach Paris wieder jahrelang erstmal nichts kommt, da kommt Grosjean angehüppelt, ey. Alter. Der ist am Start einfach nicht losgefahren, ohne Spaß. Hä? Wehe, wenn. Nee, wenn du besser wegkommst, alles gut, aber wehe, wenn. Nee, ich stehe außen, das ist scheiße. Ach, am Start, da müsst ihr sowieso Rücksicht nehmen, sonst macht's ja nachher Bumm bei euch, da würde ich auf jeden Fall aufpassen. Na, die ersten drei sowieso. Halt fahrt richtig krass, Junge. Mhm. Das Kampf um jede Position. Wir müssen allgemein auf uns drei aufpassen. Ist mal spannend. Oh, ich hab Ich hab leider auch einen guten Start, das ist richtig beschissen eigentlich hier auf der Strecke. Gut Start zu haben. So, ich hab einfach überlebt, das war mir erstmal safe. Oh Gott, wer allein dreht sich einfach so out of nowhere? Der hat mich! Der hat mich original wirklich gerammt. Ich hab's. Original? Wo soll ich jetzt hier ne. Also, wo soll ich. Wo hab ich unerlaubt überholt? In welchem. Alter, ich werd Bullshit! Das ist ja meine Schuld gewesen sein. Dieses Spiel ist sowas voll komplett behindert! Ich hab niemanden unerlaubt überholt. Ich musste auch irgendwo langfahren. Bissl bin innen. Oh, behindert ist das. Ohne Spaß. Der Ego hat jetzt nicht echt gerade versucht, in der Rechtskurve zu überholen. Ja, wenn er anschlägt. Wenn er viel schneller war. Ja, weil, ganz großer Bullshit hier von dem Spiel wieder. Seid ihr zumindest alle ganz? Ja. Ja, also Ilo und ich sind gut weggekommen. Ich auch. Sagen, ne? Ja, wir sind alle drei gut weggekommen. Ja, dann ist es sauber. Das interessiert mich nicht. Ich hab den Verstappen mal ein bisschen zurückgehalten, deswegen. Der wurde zurückgehalten damals. Mann, fuck mich das ab, dass ich jetzt hinter dieser Gurkentruppe hier lang gurke, ey. Oder ob ich da wirklich was für kann. Oh, das klappt nicht. Ich bin durch einen Unsichtbaren durchgefahren, der sich gedreht hat. Das tut mir unfassbar leid. Wahrscheinlich ein Schaden. Da steht Striker. Ja, da steht da. Ja, die stehen da immer. Fiat ist auch an die Box gefahren. Ja, Ilu stand ja auch da im Bahrain. Also nicht an der gleichen Stelle. Die stand, wie gesagt, jeder stand. In China war ich nicht da. Achso, China, ja, stimmt. China habe ich quasi rausgedrückt. Stimmt.
steht Rico. Ja, guck mal, Rico ist weitergekommen. Wieso ist Rico denn so weit gekommen? Ja. Wieso? Was hat er gemacht? Ich dachte, die KI kann nicht lenken. Die Anwesenheitsbonus. Ah, der ist auch ganz stumpf dann geradeaus da reingerast, ey. Die Kurve hier hasse ich wie die Pest, ey. Die vor Start und Ziel? Nee, die davor. Ach, die vor der Boxeneinfahrt? Ohne Spaß, die zieht mir beide gerade so weg. Ja, aber tritt das ja auch gut. Die aufmunternden Sprüche von anderen. Ja, ja gut, ich glaube, hier ist jeder Platz in den Punkten gut, oder beziehungsweise jeder Platz. Mich wundert, dass noch keiner rausgeflogen ist. Ich kann mich auch gerade nicht von Ilo absetzen. Doch, nee, noch keiner rausgeflogen. Ja, aber ja. Das Wichtige ist, er muss dich irgendwie überholen. Ja, weil ich oben rechts, oben links 20 stehe. Weil das sind ja Rico und Basti, die nicht mitfahren. Oh Gott, oh Scheiße. Eigentlich einen Frontflügelschaden melden? Nee. Ich musste halt nur. Es ist halt einfach nur das Problem, dass ich einen unerlaubt überholt habe, angeblich. Und da muss ich halt wieder 80.000 vorbeilassen, weil anders geht's halt nicht. Aber so wie ich hier die gerade aufhalte, schließen deine Leute, glaube ich, da auf. Ja, ich komme halt blöderweise auch nicht an den Trantypen hier vorbei. Wo denn auch? Das ist alles nicht keine Kurven, wo man überholen kann. Also ich hätte nichts gegen, wenn Safety Car kommt. Ich auch nicht. Also, offizielle Reifenregel. Alle Fahrer, die für das dritte Qualifying qualifiziert werden, müssen im Rennen mit denselben Reifen starten, mit denen sie auch die schnellste Runde gefahren sind. Dies gilt nur, wenn das Rennen selbst und auch das dritte Qualifying stattfinden. Werden die Reifen im Qualifying beschädigt, obliegt Scheidung über einen Tausch gegen einen anderen Reifensatz der FIA. Beispiel, nach dem Qualifying zum Großen Preis von Italien 2011 hatte Nico Rosberg einen Bremsplatten und durfte aus Sicherheitsgründen daraufhin einen gebrauchten Reifensatz aus dem freien Training verwenden. Ja gut, aber wir haben kein Training gefahren, deswegen habe ich wahrscheinlich nur einen. Ich weiß nicht, ob die das auch wirklich so umgesetzt haben. Nice, am Magnussen vorbei. Nein, einer. Wir fahren ja eh nicht mit drei Qs. Wir machen komplett fahren auch ohne Training. Das stimmt. So, Wehrlein, dich hol ich mir auch noch. Sag mal, Ilo, ist das eigentlich geil, wenn du in die Box gehst? Warum? Geht dir gar nichts an. Sag, ne? Also egal ist das nicht, wenn er eine Runde früher reingeht und dann schneller ist, Ilo überholt er dich. Ja, das ist und, es halt. Und ihr müsst nur einen Stop machen und den dann mit im Nein! Jetzt habe ich einen Frontflügelschaden. Aber nur einen. Ja, das Gute ist, er wechselt halt auch auf Supersoft. Ja, das ist er auch mit Ultrasoft gestartet hat. Ja, aber wenn er eine Runde früher reingeht und ja, dann werde ich wahrscheinlich keine Chance mehr. Und dann später die eine Runde mit schnelleren Reifen dann zu überholen, wird aber schwieriger am Ende. Ich hoffe ja, dass wir gleichzeitig reingehen. Da ich aber vor ihm bin, kann ich das schlecht abschätzen. Ja, wenn ich in die Box gehe, kannst du einfach umdrehen. Du kannst auch in die Box. Jo, mach ich. Alles klar. Oh Gott. Da habe ich es vielleicht übertrieben. Fahr dann von vorne rein. Ah ja, dreh mich nochmal, Wehrlein. Ey, was geht denn mit dir? Scheiße. Ach, mit dem Frontflügel kann ich noch fahren, das ist kein Problem. Ich wollte die ganze Zeit aktuell behalten. Die Frontflügel, die haben null Chance, an mir vorbeizukommen. Ja, ich habe jetzt hier halt beide gelb, beide Seiten, aber. Ich habe eine orange, glaube ich, oder dunkelgelb. Also noch kann ich hier fahren, das ist halt nicht mein Problem. Ich hab mich halt mit dem Wehrlein gekämpft. Du kommst hier halt einfach nicht an dem vorbei.
Ja, eigentlich nur in der Geraden, wenn man überhaupt da... Oder auch an, nach der Geraden, nach der Rechtskurve, quasi die Rechtskurve vor der Haarnadel, da kann man sich auch ab und an gut reinbremsen. Ja, ja, genau, da habe ich bisher auch noch was gesagt. Ich habe hier wenigstens dauerhaften Feindsichtung, Feindkontakt quasi. Also das ist wenigstens spannend hier. Übertrieben. Scheiße, übertrieben. Wann fahrt ihr denn überhaupt alle in die Box ungefähr? 15 bis 19. Scheiße. Ich will mal jetzt. Fährst du rein? 23 bis. Oh Gott, ja, jetzt bin ich weg, ey. Fuck, nicht mich überholen. Ich bleib vor dir. Ja, aber mein linker Frontflügel ist komplett weg. Oh, ja, dann geh jetzt in die Box und hoffe, dass du mit Superstars zu Ende fahren kannst. Was noch nicht mal auszuschließen wäre. Weil du kannst ja echt extrem lange fahren. Ach, mein, ja, ich bin raus. Das ist. Ja, ist das ein Punkt weniger für Ferrari. Aber hier steht doch gar nichts. Bist du echt komplett kaputt? Ich bin ja, komplett kaputt. Dann müsst ihr jetzt ein Safety Car. Mann, das ist. Nee, ich bin halt. Das war echt bitter. Ich bin halt einfach nur da bei der. Nee. Wenn du kaputt bist, müsste doch eins kommen. Ja, ja. Ich spiele teilweise random. Ach, fuck it. Problem ist, dass ich mir gerade einen Frontflügel im. Das war doch nicht mal, weil ich zu übermotiviert war oder so, sondern einfach, weil ich schlicht Pech hatte jetzt. Oder weil in dem Fall kein Frontflügel mehr. Er hat nochmal geprahlt, dass er bis zum Schluss. Das habe ich aber auch direkt wieder. Rückgängig gemacht. Ja. Revidiert, genau. Ja, habe ich doch in dem Qualifying nach der allerersten Zeit. Nach der allerersten zwei Runden, zwei Kurven habe ich das gesagt. Ah, hier habe ich mir den Frontflügel dran. Ja, da bin ich gestorben. Da bist du gerade raus, oder was? Ja. Da bin ich, habe ich mit meinen Reifen schön dran. Hä, was warum verloren. Bist du hinter mir, Christoph? Weil ich mich was? Gedreht habe. Achso. Ach, du ja. Fährst jetzt wahrscheinlich zu Ende, oder? Nein, auf dem Superstoff gut. Ich muss noch einmal wechseln. Oh. Ich habe mich halt einmal gedreht. Oh. Du schaffst mit dem Superstoff nicht zu Ende zu fahren. Ja, schade. Oh, Leute, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe auf den Superstoff gestartet. Ach so. Du bist echt deine schnellste Runde im Qualifying mit den Supersofts gefahren? Nein, nicht. Du hast regelwidrig die Park-VW-Regeln ausgenutzt, dass die nicht so eingestellt waren. Ich hatte halt keinen Reifensatz aus dem Training. Ich hätte ja meine Ultrasofts aus dem Training in der Aachen. Um die Frage zu beantworten, Andi, ja, er hat gewechselt. Ich habe nicht gewechselt, das war so. Und dann das war so. Ja, aber du kannst es ja auch manuell ändern. Ja, ich musste mich ja dann erklären und dann war es schon vorbei, weil mir den schon gedrückt hatte. Ja, aber du musstest dich erklären, 30 ja. Sekunden lang. Ich würde mal sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Ganz, ganz knapp. Weiter gegen den Angeklagten. Nein, Andi, ignorier den. Du machst das super. Du bist ein geiles Stück DNA. Dankeschön. Nein! Bissel. Oh. Meistens weiter mal jetzt weg. Angehauen. Mach im Zweifel ein bisschen langsamer. Ja. Oh. Wieso guck ich denn jetzt Button zu? Der interessiert mich überhaupt gegen nicht. Gegen Ido. Ein bisschen langsamer. Ja, jetzt ist Ido. Ich glaube, ich guck mal Christoph zu, weil das ist, glaube ich, ganz spannend, was die beiden hier fabrizieren. Ja, lieber Punkte als ausfallen. Aktuelle behalten. Mann, das war halt, das hat mich richtig abgefuckt jetzt, weil das war einfach nur Pech mit dem Frontflügel und dass ich halt genau diese Mini-Kante da erwischt habe, wo mein Reifen sich dran aufgehängt hat. In welcher Runde bist du rausgeflogen? Änderung bestätigt. Oh, jetzt hat er die... Und vorher lief halt alles ganz gut. Ich war halt im Zweikampf mit Werder, dann habe ich halt... Jeff hat halt keine Ahnung von dem Spiel, kann das sein? Jeff ist im letzten Rennen alle so, weißt du, dann läuft es erstmal gut und dann kommst du... Also ich habe zwar echt den kaputten Frontflügel, aber Autos kommen zumindest nicht an einem vorbei. Was ist das denn jetzt? Mein Handy spielt gerade Videos ab. Ich Handy, guck ein bisschen auf die Action. Das mache ich doch. Ist hier der Aufnehmende. Ja, ich gucke hier gerade, wie Christoph und Andi sich battle. Ich glaube, da vorne ist eh nicht mehr so interessant, oder?
gerade nicht. Also bin ich wie sieht's denn aus? Wer ist Erster? Hat du noch gesehen? Nee, Ilo hat mich überholt, hat mich in der letzten Kurve gedreht. Oh. Bin jetzt in die Box. Das war der Hurensohn. Ja, Button wird mich jetzt überholen, ich werde als Fünfter, Sechster rauskommen. Ja, aber die müssen ja wahrscheinlich auch nochmal. Schönes Datum. Ja, die müssen alle raus. Alle nochmal rein. Ja, die müssen alle mal raus. Ich komme vor Andi wieder raus. Oh, Christoph! Ich hab mich schon wieder. Oh! Da hab ich mich gerade schon gedreht. Du Hurensohn! Ja, das war. Gut, das war nicht ganz die Hurensohn-Wand. Bei der letzten Kurve, da musst du einfach weit ausholen, dann passiert sowas auch nicht. So, jetzt guck ich Ido zu aus der Wiener Kameraperspektive. Ja, das ist zumindest einfacher gesagt als getan. Das Problem ist, wenn du so einen Ido im Nacken sitzen hast, der dich die ganze Zeit an deinen Diffusor ransaugt, ja, dann nimmst du die Kurven so eng wie möglich, um so schnell wieder rauszukommen. Ja, das ist nicht gut. Ja. Machst du noch einen Stockbissel oder war's das bei dir? Das war's. Ich baue auf den zu Ende. Das war's. Das glaube ich nicht. Ja, aber das würde ich auch versuchen, ein bisschen. Auf was bist du gegangen, bisschen? Was? Auf welche Reifen du gegangen bist? SS. Das siehst du doch. Nee, da ist nee, Top 3. Wenn er nicht direkt hinter ihm ist. Ach so, stimmt. Den SS sollte ich eigentlich fertig fahren können. Warum gibst du dem Gegnerteam solche brisanten Informationen? Weil ich lieb gefragt habe. Ja, das stimmt. Das muss man ihm zugute halten, Rico. Vor allem hat er mich, bei ihm wird auch immer nett gefragt und dann heißt es, geht dich nichts an. Geht dich gar nichts an. Ja, mich fragt nie einer. Ja, Rico, du hast damit angefangen. Ja, ich habe die Zensur angefangen, Andi, ich weiß. Oh, das war übrigens. Ich bin auch stolz. Falls irgendein Zuschauer mal irgendwo in die Kommentare schreiben sollte, wovon ich mal nicht ausgehe, aber ich sag's trotzdem, natürlich habe ich nicht Zensur gemeint, sondern Cäsur. Natürlich hast du Zensur gesagt. Ja, ich habe auch nur C-Dur gemeint, das ist ein sehr, sehr toller Ton. Ich habe auch nur Cäsur gemeint, weil das Wort Zensur da ja einfach schwachsinnig ist. Ja, ich habe auch nur Cäsar gemeint. C-Dur, Cäsar, einfach das Wort verwechselt. Also nebeneinander. Ja, Andi, ich weiß schon, eigentlich wolltest du sagen, dass du dumm bist, aber nee, an der Stelle kam raus. Zensur. Ido, andersrum. D-Dur. C-Dur. Zeges ist ein ziemlich cooler, sogar der coolste Pokémon-Bösewicht. Pokémon-Pokewicht? Bösewicht. Zeges. Nee, geht's es. Nee, warte mal. Wer ist der Scheiß-Tod? Gibt's Seges oder GZ? Weiß ich nicht. Wir haben bloß GZ. GZ ist es. Unter uns. Ja, noch es wird immer schlimmer hier. Unter den Linden? Was? Hinter was? Den Linden? Gibt's nicht, auch, gibt's nicht auch die Sendung unter den Linden? Nein, es gibt Lindenstraße. Zwischen den Linden. Doch irgendwas sagt mir das auch unter den Linden. Ja, genau. Ja, das ist unter den Linden ist bei uns ein Wald. Ja, aber gibt's da nicht auch eine Sendung? Unter den Linden ist bei uns ein Wald. Nee, eine Sendung glaube ich auch nicht, aber das kommt mir auch nicht. Nee, ist das nicht so eine Talkshow unter den Linden? Nein, es gibt keine Sendung, die unter den Linden. Das würde mir richtig geil machen. Irgendwo in einem Wald, ey. Jetzt fangen wir unsere Talkshow an. Straße. Ja, dass es auch eine Straße ist, das weiß ich auch nicht. Nein, es ist nur eine Straße. Und ein Wald. Einfach nur eine Straße. Google mal bitte unter den Linden Fernsehsendungen. Ja, okay. Ohne Witz, bei so einer schweren Strecke könnt ihr so eine Scheiße quatschen, ey. Ich bin hier hoch. Ja, unter den Linden Fernsehsendungen. Mani kann immer Scheiße quatschen. Aber Mani fährt auch gerade gut. Ja, genau. Ja, aber das dachte ich mir, dass gerade du an sowas hier denkst. Unter den Linden ist der Polit-Talk bei Phoenix. Genau. Unter 22:15. Talkshow, ich hab's gesagt. Mich hätte ich ausgelacht, obwohl ich recht habe. Ja, gut. Okay, an das habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, woher kenn ich das? Unter den Linden. Hast du gut gemacht, Cello. Oh, ich hab die Kurve vor dem Film Spiel Scheiße genommen. Gab's nicht? Es gab doch bestimmt auch mal irgendein Monopoly, wo eine Straße unter den Linden war, oder nicht? Jawohl. Geh in die Box. Das finde ich jetzt gerade sehr, sehr schön. Was ist passiert? Safety Car, warum? Ja, wieso? Schön, ist raus? Ja. Fuck, ich hab die ganze Zeit an die zugeguckt.
Was hast du gemacht, Chillo? Warum fahren die nicht? Was hast du gemacht, Chillo? Warum fahren die nicht? Das hat gerade voll so geklungen, als ob du das gar nicht gesagt hättest. Sondern jemand anders. Oder? Ich habe die Kurve vor dem Schwimmbad zu eng genommen. Und dann habe ich mir den vorderen linken Reifen abgefahren. Du wirst ja nicht schwimmen gehen. Problem ist, jetzt kann Ilo. Komm, Andi, du machst das. Ich glaube wirklich an dich. Das ist halt blöd getimed gewesen, ich glaub, aber... Wirklich, ich war jetzt mit den Supersofts zu Ende. Ja, aber du oh Gott im Himmel! Alter, hab ich mich... Boah, ich hab mich aus deiner... Magnus, du Wichser! Junge, lass Andi wieder vorbei, was geht denn mit dem? Dieser Cheater, ey. Das war ja wirklich jetzt frech. Boah, der ist einfach... Das war richtig frech. Nee! Ohne Spaß jetzt. Da, ich schreib dir eine Mail. Und was denn? Kevin Magnussen, den Renault.fr? Ja, ohne Spaß, ist behindert. Ist der überhaupt Franz Hacke? Der ist doch. Hab ich gerade nicht die komischen Delta-Zeiten. Hat Rad Renault eine Franz. Also wahrscheinlich haben sie eine französische Website, aber ist deren Hauptwebsite? Ich hatte übrigens. Die Delta-Zeiten sind nur eine Runde lang, bis du über Start und Ziel fährst. Warum auch immer. Weil die Delta-Zeiten Schwachsinn sind. Ja, die Delta-Zeiten. Also beim Virtual Safety Car machen sie es ja, aber beim Virtual Safety Car, ja, aber beim verstehe ich das auch nicht, warum in der ersten Runde da Delta-Zeiten drin sind. Müssten sie, glaube ich, noch raus. Da, so, das kann ich auch. Dass sie die aus irgendwelchen Gründen mit Absicht reingemacht haben, jetzt bin ich erklärlich, warum. Du bist schon in die Box. Ja, okay, jetzt machen wir da mal eine Delta-Zeit rein. Mann, Alter, Magnussen, ohne Spaß. Das war richtig frech von Magnussen. Voll öffentlich, wenn du denen eine Mail schreibst. Ja, nee, dass du ein öffentliches Statement haben willst. Ja, ich fordere ein öffentliches Statement. Ja, bei Pete klappt das. Du, auf was fährst du denn? Super. Haben wir ja schon mal gemerkt. Ich fordere... Hast du das auch so geschrieben? Ich hab's nicht geschrieben. Ein öffentliches Statement. Ach so, aber trotzdem hast du durch die Blume gesagt, dass du jetzt wissen willst, was los ist. Alter, das ist doch der größte Witz aller... Ja, sorry, aber was soll er machen? Magnussen fährt aber wie der größte Scherz des Planetens, ey. Der vorne ist der Treppen vor dir. So ein richtiger Palmenbaum, der Idiot da vorne. Ich hab das Gefühl, dass ich lieber auf die Gelben hätten wechseln sollen. Nicht mit den Roten zu Ende fahren. Komm, Herr, jetzt geh auch nochmal in die Box. Oh, wie viele Runden sind denn noch? Ich hätte mal auch... Oh, du sollst vielleicht auf die Straße gucken! So, Ilo, ich bin wieder da. Das war dumm, ich wollte Benzin auf Mager stellen. Wie viele Runden sind denn noch? Ey, wer war das letztes Rennen gewesen, der so übelst abgefuckt hat? War das Nasser? Ja. Ich sag einfach mal ja, ich weiß nicht dabei, aber ich sag einfach mal ja. Ich weiß es nicht mehr, aber ich auch einfach ja. Könnt ihr mir bitte jemand sagen, wie die vier Runden noch sind? Wir sind in Runde 14 von 39, rechnen kannst du selber. Ach so, weil du es nicht kannst. Das ist korrekt. 15, oder? Ne, warte mal. 25, ne, warte mal. Doch, 25. Ich hab mein Maul. Wo fährt denn gerade die Safety Car Kolonne? Vorne, 25. In der Löwskurve. Den haben wir euch aber. Ja, und drei Fahrer fahren noch. Schön. Was glaubt ihr eigentlich, wer die WM gewinnt? B. Also jetzt die echte. Achso. Wer allein? Ich hoffe Hamilton. Mit einem Punkt. Ich hoffe auch Hamilton, aber könnte auch was weg werden. Aber ich, beide, ich mag beide nicht, insofern. Also auf jeden Fall nicht der Quotenjäger. Ja, das geht da schon wieder los. Yes. Alter! Was macht der denn? Ja, der Alter, was regst du dich? Ja, sorry, aber der Magnussen, der manipuliert hier die komplette Rennen, Alter. Der wurde hundertprozentig bezahlt. Ist doch der größte Witz aller Zeit, was der da macht. Der ist auf der Geraden, es war kein Auto vor ihm, er ist einfach stehen geblieben. Grundlos. Der ist wirklich einfach stehen geblieben. Ey, du musst das nächste Mal hauen einfach. Schon wieder! Ey, ganz ehrlich. Bisschen, kannst du ein bisschen Abstand halten? Weil es Safety Car irgendwie blöd macht. Das ist doch Frechheit, ist das. Das ist ein großes Frechheit. Ich glaube, ihr solltet euch alle mal unter den Linden treffen. Unter schon. So Info Button ist besser. Könnte mal so schön Talk betreiben. Ja, mit Magnus, ne, den mach ich Talk mit meiner Faust, Junge. Oder mit meinem Knie in seinem Gesicht. Ja, nächstes Jahr Magnus nur noch bei der Renault, ich glaube. Ist mir scheißegal. Guck mal, er fährt, ich werde ihn finden. Boah, ey, Magnus, ich fahr hier echt gleich nicht rein, aber dann richtig. Da
Dinger nochmal auf Gas feuern. Ganz ehrlich, das müsste irgendwie Lichthupe oder so geben. Weil vom Auto noch eine Lichtmaschine braucht. Eine normale Hupe wäre cool. Ja, anstatt einer normalen Hupe, erstmal eine Lichthupe einbauen, Junge. Das ist das, was die Welt braucht. Ja, normale Hupe ist ja doof. Macht ja Lärm. Weißt du, kann man in Singapur auch beim Nachtrennen schon viel mehr sehen, wenn man generell einfach mal eine Lichtmaschine einbaut. Das ist doch viel easier. So. Boah, der Magnussen, ey, es ist so ein dummer Hurensohn. Ach ja, was ihr glaubt, wer gewinnt und was ihr wollt, wer gewinnt oder was ihr wünschen würdet. Ich glaube, Hamilton, also ich hoffe Hamilton. Rein von den momentanen Punkten ist natürlich Rosberg in Führung, aber. Das ist das eine Zusammenfassung. Selber, wir wissen, was du glaubst. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe Rosberg. Also wenn Rosberg einfach normal weiterfährt, dann gewinnt er. Aber wenn er rausliegt, dann wird's knapp. Oh, Ilo. Ja, Safety Car war noch auf der Strecke. Und den würdest du wünschen? Hamilton. Dass er gewinnt? Hamilton. Warum wünschst du es ihm, obwohl du ihn nicht magst? Weil er den Rosberg noch weniger mag. So. Und in meinen Augen ist Hamilton einfach der bessere Fahrer als Rosberg. Und wenn Rosberg die WM gewinnt, und ich finde, Rosberg ist einfach kein guter Fahrer, gewinnt ein Fahrer, wo man einfach sagen kann, er hat nur gewonnen, weil er Mercedes hat. Und bei Hamilton kann man wenigstens noch sagen, er hat Mercedes und er ist ein guter Fahrer. Ja, und naja, Alonso in Renault genauso. Ja, nicht nur, er ist ja jetzt nicht nur vorne, weil er einfach einen Mercedes hat. Fahren kann er ja trotzdem. Ja, aber in dem Mercedes könnte jeder fahren. Ob es jetzt überdurchschnittlich gut ist oder nicht, ist dann eine andere Sache. Andi, wenn ich fahren könnte, wäre auch nicht vorne. Damit implizierst du aber auch, dass Rico schlecht ist. Nee, ich rede ja von den echten Formel 1 Verhältnissen. Ja, aber du vorher nicht gesagt. Hä, und was hat aus dem Rico mit Rosberg? Oh, das zu war tun? Aber fast abgekürzt. Der sieht doch beide fast gleich aus. Du hättest das verwechselt, aber Gamescom. Ja. Was machst du da? Rico fährt Rosberg. Entschuldigung, eigentlich will dich nicht so blöd anmachen. Na, ja, dich fahr Hamilton. Sag mal bitte, das war abgekürzt. Nein, niemals. Das war eine Verwarnung, oder? Ja. Gut. Ja. Ich dachte, es wäre schon wieder Stille hier. Hätte ich irgendwie gehofft, aber na gut, mir bringt das eh nicht. Platz 18. Ne, 19. Wer ist Platz 18? Ich bin Platz 19. Ich habe mir letztens sehr, sehr viele Folgen PS-Profis angesehen. Das ist eine meiner Lieblingsserien geworden. Das ist sehr, sehr lustig. PS-Profis ist echt gut. Das ist die auf NTV? Nein, das sind die auf Sport 1. Nein. Okay. Das ist das Ruhrpott-Duo. Deshalb finde ich die so sympathisch. Welche Sendung machen? Aber es gibt auf NTV auch noch ein PS-Ding, oder? Es gibt sich überall ein PS-Ding. Ja, das Motormagazin oder was das ist. Das läuft auf NTV. Das läuft doch auf Vox, oder? Läuft nicht Grip auch auf Vox? Auf Vox läuft Automobil und Grip. Ja, stimmt. Grip ist RTL 2. Grip ist RTL 2, stimmt. Weil die Kenner hier. Nicht Kenner. Boah, seitdem ich hier dreimal angeeckt bin an dieser scheiß Rechts-Links-Kurve an der Bande, hab ich. Wo ist denn Ilo hin? Der ist weg. Wo ist denn Ilo hin? Ist er hinter dir weg oder vor dir weg? Achso, gut. Er war gerade noch da oder war er weg? Wo ist denn Ilo hin? Was hast du gerade gemacht, Andi? Der ist ja irgendwie weg. Ja, ich kann die eine Kurve mit dem Frontflügel nicht fahren. Gut, egal, du musst nur Zehnter werden. Ich glaube an dich. Kann die eine Kurve mit Frontflügel nicht fahren? Ich kann kaputt im Frontflügel. Oh. Ich kann die nur ohne Frontflügel. Herausforderung. Angenommen oder abgenommen?